Hallo und herzlich willkommen zu unserem Cybersecurity Awareness Video zum Thema Malware erkennen. In diesem Video lernen Sie alles, was Sie rund um schädliche Programme wissen müssen und wie der Erpressungstrojaner Emotet Ihre Daten verschlüsseln kann. Schädliche Programme, sogenannte Malware, gibt es schon seit den Anfängen von PCs. Sie haben immer ein schädliches Ziel, wie beispielsweise das Löschen von Daten, Ausspähen von Informationen oder die Erpressung von Lösegeld. Es gibt tausende Varianten von Schadprogrammen. Grob wird in vier Typen unterteilt. Viren und Würmer. Diese pflanzen sich selbst weiter fort und breiten sich flächendeckend aus. Ziel ist es, möglichst viele Opfer zu infizieren. Beim trojanischen Pferd wird ein nützlicher Zweck vorgetäuscht, aber eigentlich ein schädliches Ziel verfolgt. Es ist meist getarnt als Hilfs- oder Sicherheitsprogramm. Im Hintergrund übernimmt das Programm dann die Kontrolle des Computers oder lädt neue Schadsoftware nach. Verschlüsselungstrojaner oder auch Ransomware genannt, verschlüsseln die Festplatte und erpressen Opfer zum Zahlen eines Lösegelds, um Daten wieder freizugeben. Das schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Und die vierte Kategorie ist die lästige Adware oder Spyware. Adware kommt aus dem englischen Advertising und bedeutet Werbung. Adware spielt also eine unerwünschte Werbung ein. Verwandt dazu ist auch die Spyware, die im Hintergrund Daten des Nutzers aufzeichnet und ausspioniert. Ein berühmtes Beispiel von Ransomware ist Emotet, was Sie vielleicht sogar schon gehört haben. Wir schauen uns nun genauer an, wie der Erpressungsversuch konkret in der Praxis abläuft. Alles beginnt mit einer betrügerischen E-Mail, die meist einen DOCX oder XLSX-Anhang hat. Diese enthält eine dringende Handlungsaufforderung mit Anweisung im beigefügten Dokument. Woran Sie betrügerische E-Mails erkennen, lernen Sie detailliert in unserem Video Phishing-Mails. Im zweiten Schritt öffnen Sie den Anhang und werden aufgefordert, Makros zu aktivieren. Dadurch wird der Dateianhang ausgeführt. Durch die Ausführung installiert sich die Schadsoftware. Ist diese dann installiert, werden Ihre Daten verschlüsselt und Sie werden aufgefordert, Lösegeld in Form von Bitcoins oder einer anderen Kryptowährung zu zahlen, um Ihre Daten wieder freizuschalten. Wenn Sie das Lösegeld zahlen, gibt es zwei Optionen, was passieren kann. Option 1. Ihre Daten oder ein Teil davon bleiben nach der Zahlung weiterhin verschlüsselt und Sie werden nacherpresst. Option 2. Sie haben Glück und die Daten werden wieder freigegeben. Aber Achtung! Die Zahlung des Lösegelds gibt Ihnen keine Garantie. Das Landeskriminalamt empfiehlt in diesem Fall auf keinen Fall zu zahlen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie ein sauberes, nicht infiltriertes Backup besitzen und Ihre Daten selbst wiederherstellen können und somit den Schaden minimieren können. Generell gilt aber, jede Minute, in der Ihre Daten verschlüsselt sind und eventuell Ihr Betrieb oder Ihre Produktion stillsteht, kostet Sie große Summen. Reagieren Sie daher schnell und verlieren Sie keine Zeit. Nicht immer ist es so offensichtlich wie beim Erpressungstrojaner, dass Ihre Systeme infiziert sind. Achten Sie daher auf folgende Hinweise. Ist Ihr Rechner ungewöhnlich langsam, kann das auf Hintergrundaktivitäten von Schadprogrammen hindeuten. Wenn Ihr Akku oder Datenvolumen ungewöhnlich schnell leer sind, entdecken Sie ungewöhnliche Pop-up-Fenster oder neue Lesezeichen im Browser. Oder Sie bekommen klare Hinweise oder Nachrichten. Manche Schadprogramme zeigen nämlich auch offensichtlich an, dass Ihr Computer infiziert ist. Zum Abschluss noch eine kurze Checkliste für Sie. Trennen Sie Ihren Computer vom Netzwerk, WLAN oder LAN-Kabel. Kontaktieren Sie die Experten der IT-Abteilung und unterbrechen Sie Ihre Arbeit und machen erst weiter, wenn Sie grünes Licht von der IT haben. Ihre schnelle Reaktion ist gefragt. Je schneller Sie reagieren, desto eher kann der Schaden eingegrenzt werden. Sie haben noch Fragen? Dann kommen Sie jederzeit gerne auf mich zu. Ihnen einen schönen Tag.